Zeit läuft. Also hallo, ich bin der Chris und ich erzähle etwas über Sicherheit im Straßenverkehr sozusagen. Es gibt 40 Millionen Autos in ganz Deutschland. Von diesen 40 Millionen Autos kommen 300.000 Unfälle pro Jahr zustande, bei denen es zu Personenschaden kommt. Von diesen Unfällen enden 3.500 Unfälle tödlich. So. Was wäre denn jetzt, wenn man einen ganz normalen Gebrauchsgegenstand hat, den jeder besitzt, den man dazu benutzen kann, diese Anzahl zu minimieren und Leben zu retten? Man muss sich jetzt einfach vorstellen, man ist unterwegs mit dem Auto, alleine, hat einen Unfall. Was passiert jetzt? Ne? Also, man ist vielleicht bewusstlos. Man ist vielleicht bewusstlos, man kann sich nicht mehr bewegen. Da kommt jetzt der Gebrauchsgegenstand ins Spiel. Das ist das Handy, was heutzutage eigentlich jeder immer dabei hat. Man muss sich das jetzt so vorstellen: die sendet dann in kurzer Zeit ein Notrufsignal per SMS an zum Beispiel die Ambulanz und leistet dann natürlich sofort diesen Anruf, den man nicht mehr tätigen kann, der das Leben retten könnte. Da zählen ja wenige Sekunden. Diese Notruf-SMS geht dann raus innerhalb von einer bestimmten Zeit. Und falls es dann zu einem guten Ergebnis kommt und man diese Hilfe gar nicht benötigt, kann man das jederzeit auch wieder einfach abbrechen. So. Also, genau. So, das war jetzt alles ganz humorvoll und lustig, aber man muss sich mal vorstellen, dass es dieses Problem wirklich gibt. Es gibt viele Unfälle, bei denen rechtzeitig keine Hilfe geleistet werden konnte, weil gar nicht wahrgenommen worden ist, dass Hilfe vonnöten ist. Also, dass Leute irgendwie verunglücken und es hat keiner gesehen. Und da wäre das dann halt der Ansatz. So, dieses Problem hat natürlich auch die EU erkannt und möchte jetzt 2018 den sogenannten eCall einführen. Das ist ein voreingebautes Pflichtfeature, was eingeführt werden soll in den Autos. Aber dieses Auto richtet sich natürlich nur an die neuen Modelle. So, da kommen wir jetzt ins Spiel, weil es gibt noch 16 Millionen Autos, die vor 2014 eine Erstzulassung erhalten haben. Und das ist unsere Zielgruppe. Diese Leute, die haben auch einen Anspruch auf Sicherheit und die müssen dann sozusagen diese App installieren und können dann ganz sicher auch alleine während der Nacht zum Beispiel einfach mit dem Auto unterwegs sein. So, diese App, die nennt sich Autonotruf und wie gesagt, die soll den Straßenverkehr insgesamt sicherer machen. Dankeschön. Bravo. Ja, ich finde die Idee prinzipiell echt toll. Wie soll das in der Praxis funktionieren? Sprich, wenn ich einen Unfall habe und ich kann mich nicht bewegen Ja. und ich kann auch nicht die 110 anrufen. Also man muss sich das so vorstellen, das Handy, das hat ja bestimmte Sensoren, die dann angesprochen werden können, zum Beispiel GPS-Signal. Und da könnte man eine, so, also man, das steckt Mathematik hinter, da kann man Fälle ausrechnen, die kann man in dieser Software hinterlegen und die würden dann in so einem eintreffenden Zufall sicher so eine Notruf-SMS absenden. Ich weiß, Ja. genau, wir machen das durch die Sensorik im Smartphone. Also jedes Smartphone, was man heutzutage kaufen kann, das hat eine bestimmte Sensorik und wir können messen, wenn die Geschwindigkeit auf einen Schlag drastisch verringert wird. Und damit können wir dann zu 100% bestimmen, wenn es einen Unfall gab. Und das hat jedes Handy eingebaut und das können wir durch die App abrufen. Und dann, wenn wir eine hundertprozentige Sicherheit haben oder auch darunter, dann löst diese App aus. Und wie wir gesehen haben, wenn es doch keinen so schlimmen Unfall gab, dass man diese App benötigt, dann kann man es nochmal abbrechen. Von der Umsetzung kann ich schwer beurteilen. Die Idee finde ich großartig. Und wenn es tatsächlich so funktioniert und man damit Leben retten kann, dann ist es ein tolles Geschäftsmodell. Womit verdient ihr jetzt Geld? Weil ich meine, ihr könnt die App verkaufen. Genau, wir wollen die App verkaufen. Wir haben das mal durchgerechnet, wie viel wir da brauchen. Wir würden die App für 99 Cent anbieten und wir bräuchten ungefähr 36.000 Verkäufe, um den Break-Even zu erreichen. Also die Entwicklungskosten sind sehr gering. Wir wollen das sehr schlank gestalten und da es nicht viel monetäre. Wie man hier unten auch in dem Screen sieht, könnten wir uns auch ein weiteres Feature später vorstellen, was ein Shop ist, was zum Beispiel Sicherheitswesten anbietet oder halt Warndreiecke, sodass man das dann damit kombinieren könnte. Das wäre halt noch eine zusätzliche Einnahmequelle. Haben wir noch Fragen?
Ihr seid in einem kuriosen Markt unterwegs, der jedes Jahr quasi schrumpft. Wie generiert ihr da Wachstum über das hinaus, was ihr jetzt vorhabt? Genau, also einmal durch diesen Shop, den man integrieren kann, und zusätzlich könnte man sich natürlich noch überlegen, dass man diese App nicht nur für Autofahrer programmiert, sondern auch für Radfahrer. Das heißt, wenn man das Smartphone dabei hat, dann stellt man diese App um auf ich fahre jetzt Fahrrad, und dann müssen wir natürlich die Parameter ändern, aber dann können wir auch erkennen, wenn ein Unfall passiert ist, und so können wir das Ganze natürlich auch noch weiterführen. Und klar, der Markt ist, das ist nicht nur Deutschland, das kann man auch in ganz Europa machen, und wie wir gesehen haben, also es gibt jetzt noch 16 Millionen Fahrzeuge in Deutschland, die älter als 10 Jahre sind. Und so schnell schrumpft der Markt nicht. Und wie gesagt, durch diese Shop-Systeme können wir das weiter erweitern. Gibt es sonst noch Fragen? Also du musst einen Callsender dazwischen halten, wenn du einen automatischen Notruf auslöst. Das bedeutet, du kannst automatisiert die Polizei anrufen. Die Polizei ist nicht verpflichtet, darauf zu folgen. Ich muss das hier abbrechen. Die Zeit ist durch. Entschuldigung. Ich freue mich, wenn ihr nachher noch Tipps gebt. Vielen Dank, Autonotruf.